Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us 2. Ja, wir sind ja nach den Ereignissen des letzten Parts, also nach dem Showdown von Ellie und Abby, wo Abby Ellie und Dina hat leben lassen, was ich echt immer noch großes Kino finde, anscheinend jetzt ja bei Ellie zu Hause. Dina scheint das Baby bekommen zu haben und ja, ich bin gespannt, was jetzt dieses Ende für uns bereithält. Ob das jetzt so noch wie so ein kleiner Abspann ist oder ob da noch ein bisschen was kommt. Ich habe keine Ahnung. Die Spieleentwickler haben uns jetzt ja schon das ein oder andere Mal überrascht. Wir tragen jetzt hier das kleine süße Baby durch die Gegend und gucken uns jetzt hier mal um. Wer ist der süße Junge? Deswegen weiß ich auch nicht, wie lange wir jetzt hier noch zu tun haben werden. Wenn das eher was Kurzes wird, dann bekommt ihr auf jeden Fall, ja, wird es heute dann auch noch den ersten Part vom neuen Projekt geben. Aber wir gucken erstmal, was das Ganze hier für uns noch bereithält. Hammer krass. Guckt euch mal bitte die Bilder an von Ellie. Wie cool ist sie bitte? Voll krass. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben Mega. witzige Frisuren. Mega, mega, mega. Ja, es tut mir auch nochmal leid, dass gestern kein Part kam, aber ich habe es einfach nicht geschafft, am letzten Wochenende genug aufzunehmen, dass wir für gestern was hatten. Und gestern habe ich es halt auch. Dina, ich bin in der Küche. Okay. Und gestern habe ich es einfach halt nicht mehr geschafft, da irgendwie, ja, schon ein Part aufzunehmen. Deswegen kommt halt erst heute Ah, was. was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ja, ihr seid so süß. Kann ich mich hier erst noch mit dem Kleinen umgucken, bitte? Ich finde das Haus so cool. Es ist so mega. Hier ist die Wäsche. Ach, süß. Es ist so. Ich finde es so schön. Da ist auf jeden Fall die Musikanlage. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal hier den Brief an oder was auch immer das ist. Meine liebe Dina, vielen Dank für deinen Brief und das Foto. JJ ist ja so groß geworden. Das Lächeln hat er von Jesse. Wenn er noch mehr von ihm hat, na dann viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, euch zu besuchen. Mein Rücken macht wieder Schwierigkeiten, aber es wird schon besser. Der Doktor glaubt, dass ich noch ein paar Wochen Ruhe brauche. Ich komme, sobald ich kann. Vielen Dank für die freundlichen Worte in deinem Brief. Es ist zwar offensichtlich, aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen. Jesse würde dir keine Vorwürfe machen und wir tun es auch nicht. Wir lieben dich. Du gehörst zu unserer Familie. Pass auf dich auf. Solltest du deine Meinung jemals ändern, haben wir hier in Jackson immer einen Platz für dich, Ellie und JJ. In Liebe, Robin. Okay, es scheint ja anscheinend die Mutter zu sein von Jesse. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Gucken wir mal, was wir noch so für Räume haben. Oh, es sieht aus wie ein Handarbeitszimmer. Sehr cool. Sag Hallo zu Tante Talia. Hallo, Tante Talia. Okay. Das scheint ihre Schwester zu sein, also die Schwester von Dina. Okay. Ist auf jeden Fall ein schönes Haus. Also ich mag das hier. Hier brennt ein Räucherstäbchen. Süß. Und ein Bad. Wollen wir nochmal gucken? Nicht zu machen. Süß. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr süß zusammen. Kommen wir raus. Oh, Willst du cool. Luft schnappen? Oh, es ist so schön hier. Voll schön. Aber wir machen jetzt Dina erstmal Musik an. Da hatte sie uns ja drum gebeten. Also tun wir das auch. Scheint ja echt ein Riesengrundstück zu sein hier, ne? Krass. Wie wär's mit Musik?
Ah, oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Okay. Oh, seh dir diese Moves an. Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Okay, wir sollen gehen. Hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Okay. Ja, klar. Wer ist denn Olli? Also, ich hole ihn natürlich gerne rein, wenn ich weiß, wer er ist. Aber vorher gucken wir uns hier nochmal auf der Terrasse um. Super schönes Windspiel. Ah, das ist so schön. Guckt euch das an, ey. Hammer. So möchte ich auch wohnen. Ohne Infizierte nur. Aber an sich finde ich das mega. Das ist super, super schön. Wie so eine kleine Farm, die sie haben. Oh, Schafis. Aber da ist überall Zaun, da kommen wir nicht lang. Ich meine, den Zaun braucht man ja letztendlich auch, um sich so ein bisschen vor den... Ah ja, vor den Infizierten zu schützen. Ich wollte jetzt ja eigentlich nur gucken, was das für ein alter Trecker ist, ob der fähig ist, was zu tun, aber anscheinend nicht. Aber irgendwas können wir... Oh, falsche Seite. Wohl doch damit machen. Sehr, sehr cool. Aber es sieht schon... Ja, gut, er hat nur noch einen Reifen. Hey, Olli. Was machst du hier draußen? Ach, das ist Olli. Ach, süß. Hallo, kleines Spielzeug. Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr da unten in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ja, es ist so schön. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wahnsinn. Mega, mega schön. Allein dieser Sonnenuntergang, ne? Der Hammer. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zu Mami. Es sieht schon mega cool aus, oder? Also ich finde es super schön. Ist zwar mega einsam, aber so eine coole alte Farm. Echt schön. Und anscheinend scheinen sie auch so ein bisschen selbstversorgermäßig unterwegs zu sein. Hey, schreiben wir dich dazu. So, jetzt ist es offiziell. Süß. Okay, hier scheint nochmal Gemüsegarten zu sein. Mega cool. Schaf hatten wir eben schon gesehen. Die waren ja auf der anderen Seite. Ich finde es super, super schön hier. Ich find's einfach auch schön, dass sie nach der ganzen Scheiße hier für sich was gefunden haben. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Mach das, kann ich dir helfen? Oh, mein Rücken. Schaffst du es? Ja, ich schaff das. Cool, hier ist der Gemüsegarten. Voll, also wirklich, wirklich toll gemacht. Muss ich sagen, mit Vogelscheuchen, hier sind Hühner. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Richtig, richtig cool. Also... Mega schön. Ist auch mega viel Arbeit, aber ich finde es irgendwie toll.
Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Süß. Gut, dann gucken wir mal. Was können wir denn jetzt hier sonst noch so fabrizieren? Oh, hallo. Willst du es streicheln? Ein kleines Lämmchen. Es ist süß. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Oh mein Gott. Gut gemacht. Es ist so süß. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst, ich bin der Superschäfer. Okay, müssen wir jetzt Schafe in die Scheune treiben? Hört her, Schafe! Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Süß. Noe, Scheunenzeit. Scheunenzeit? Nee, nee, falsche Richtung, Schafi. Daisy, rein da. So, ihr auch. Wow, das sind viele Schafe. Naja. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins, zwei. Aber ich höre lieber auf, ich werde ganz müde. Los. Auch damit auf den Haufen. Ihr auch. Alle auf einen Haufen und dann kann ich euch da hoffentlich reintreiben. Das ist mein Plan. Wir haben viel zu viele Schafe. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? So, rein. Ich habe einen für dich. Ja, ja, und ihr auch. Los, los. Das ist das Tier auf dem Hof. Schaf. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Ah, jetzt, okay. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Was machst du denn da? Hallo, kleiner Freund. Oh! Ellie reißt sich zusammen. Ellie wohl ein bisschen unter PTBS leidet. Ich weiß nicht, was. Ich hab nur die. Ist okay. Na, also. Ellie, das nennt sich PTBS. Hey. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm?
meine, ist ja irgendwo auch verständlich, dass sowas nicht spurlos an einem vorübergeht. Ich meine, das sind ja monsterbelastende Ereignisse. Okay. Also ich bin überrascht, dass wir immer noch spielen. Oh, da steht ein Pferd. Wer ist zu Besuch? Ich... Puh, ja. Bin gespannt, wie lange das jetzt hier noch geht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das noch so ewig lange weitergeht. Aber da scheint ja doch noch ein bisschen was zu kommen. So wie sie uns hier jedes Mal irgendwie wieder überraschen. Ich hätte jetzt echt nur gedacht, dass man irgendwie sieht, ja, so, sie leben, haben eine schöne Familie gegründet und ein Haus und alles ist gut. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Wer bist du denn, Hübschi? Hey du, mit wem bist du hier? Auf jeden Fall aus Jackson, das steht da drauf. Und man hat dich am Gebiss angebunden, das ist nicht cool. Das macht man nicht. Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Hier. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen, wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Das merkt man, Dina.
Das ist ein gottverdammtes Problem. Bitte, Ellie, tu es nicht. Bitte, tu es einfach nicht. Ey, was ist Tommy denn für ein Arsch? Dass er damit ankommt. Er soll sie doch in Ruhe jetzt ihr Leben leben lassen. Sie hat doch schon genug Scheiße damit durch, ey. Und jetzt nochmal Rache an Abby, obwohl sie sie hat alle leben lassen, bis auf Jesse, okay. Aber sie hätte sie auch alle umbringen können, hat sie aber nicht. Man kann das doch jetzt gut sein lassen, oder nicht? Also das finde ich von Tommy alles andere als fair gerade. Vor allen Dingen, weil er Ellie da definitiv bei ihrem, naja, Ehrgefühl, wie auch immer, erwischt. Können wir jetzt wieder ins Bett gehen, nachdem wir hier das Fenster zugemacht haben? Nicht? Okay. Bitte, also ich habe das ungute Gefühl, dass es in die Richtung weitergeht. Dass wir hier... Ja. Dass das hier noch nicht vorbei ist und Ellie wieder auf die Jagd nach Abby gehen wird. Und ich hoffe einfach nicht. Erstmal habe ich da, glaube ich, keine Nerven mehr, das nochmal durchzustehen. Oh, das war so schon schlimm genug. Okay, fangen wir mal hier an zu lesen. Es ist wieder passiert. Die Bilder bin ich schnell losgeworden, aber meine Haut tat mir den ganzen Vormittag weh. Ich habe den Versuch aufgegeben, wieder einzuschlafen. Dina ist mit mir wach geblieben. Wann hört das auf? Ich verstehe nicht, wie Dina so unbeschwert über Jesse reden kann. Sie erzählt JJ alles über ihn. Sie glaubt, dass es gut für mich wäre, über Joel zu sprechen, alles rauszulassen. Wenn sie das so sagt, klingen die Erinnerungen eher nach einer Lebensmittelvergiftung. Ich will nicht darüber reden. Das tut nur weh. Und ich glaube, wenn ich einmal damit anfange, kann ich nicht wieder aufhören. Ich habe heute mit JJ einen Ausflug gemacht. Er hat die ganze Zeit gelacht. Ich habe fast den ganzen Tag nicht an Seattle gedacht. Das war schön. Jessys Eltern waren heute da. Zuerst war es ganz schön. Sie sind nett. Aber dann haben sie uns gedrängt, wieder nach Jackson zu ziehen. Ich bin damit nicht klargekommen und in den Wald gegangen. Und bis nachts dort geblieben. Dina hat auf mich gewartet. Ich wusste, dass sie sauer war, aber sie nahm nur meine Hand und brachte mich ins Bett. Ich fühle mich so schuldig. Es ist wieder passiert. Ich habe diesen Keiler gejagt und ihn bei der alten Tankstelle in die Enge getrieben. Er blutete aus und schrie dabei. Es klang wie er. Ich habe die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich habe ihn zurückgelassen. Sterbend. Meine Haut tut weh. Wann wird es ruhig? Die Zeit sollte doch das Vergangene löschen. Verfolgt von deinem Lächeln wird die Maske schwerer. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Eine Schlinge liegt um meinen Hals und mit jedem Schritt nimmt sie mir den Atem. Kann ich die Schlinge durchtrennen? Ich habe auf den Morgen gewartet, aber es gab kein Licht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich blind. Kann ich das alles hinter mir lassen? Puh, ja, alles ganz schön schwierig. Dass Ellie das nicht loslassen kann, kann ich halt irgendwo verstehen. Ich meine, das ist, wie gesagt, ne, ich schmeiß da wirklich das Wort oder die Krankheit PTBS in den Raum. Was ja definitiv vorprogrammiert ist nach solchen Aktionen. Aber ja, kann ich hier nicht an. Ich konnte hier vorhin, hätte ich hier Licht anmachen können, ich weiß nicht. Es ist halt, ich finde es halt super, super schwierig tatsächlich. Oh, hier ist noch ein Fenster offen, ne? Ja, dann machen wir das noch zu. Aber wir müssen wieder Gitarre spielen, das kann ich doch wieder nicht.
Okay. I woke up in the morning about 9:30. The hacks in the buggy standing on the line. Jensen Gamble standing around, taking little city to the end. I began to think that I do not time. I grabbed my head and I made it. Made up the wind just a little too slow. It overtook me and Jerry. Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouille. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Ich gebe euch beiden 2 Wochen. Dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jessie? Komm mit. Hey, denk dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! Du bist so überrascht. Ach, komm! Fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Starte ich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey. Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmere dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Okay, so lief also der Abend damals ab, bevor wir angefangen haben, Matt Ellie in Jackson zu spielen, wie sie sich mit Joel quasi gestritten hat, beziehungsweise der Streit kam ja schon viel früher, aber wie das alles so seinen Lauf nahm und ja, jetzt tut sie auf jeden Fall das, was ich dachte, sie packt. Hey. Hey.
ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja? Tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Okay, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle dann den Cut. Da scheint ja doch noch mehr zu kommen als gedacht. Ich denke nicht, dass das damit jetzt zu Ende ist. Ich denke nicht, dass die uns jetzt damit hängen lassen, dass Ellie ja geht und dass das Ende des Spiels ist. Ich glaube es nicht. Falls dem doch so sein sollte und ich das im nächsten Part merke, dann schneide ich euch das jetzt hier hinten dran. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Part von The Last of Us 2. Ich bin gespannt, wie lange das noch weitergeht. Ich war eigentlich geistig schon darauf eingestellt, dass das Spiel jetzt beendet wird und das jetzt unser letzter Part wird. Aber mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht so. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich meine, so ewig lange kann es ja eigentlich nicht mehr gehen, obwohl es gibt ja auch Spiele mit zigtausend Spielstunden. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet und ja, bis dahin. Tschüss!